Es ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Immer habe ich mich bemüht, den hohen Grundsätzen der Partei zu folgen. Fleißig war ich, anständig, solidarisch und überhaupt. Meine Kinder habe ich zum Sozialismus erzogen, wie schon Lassalle gefordert hat. Alle Lehren aller großen Gestalten des Sozialismus habe ich befolgt. Ich habe schließlich alles darüber gelesen und mich immer weitergebildet. Dafür finde ich jetzt KV auf einem guten Posten, den ihm die SPÖ gegeben hat. Samt lukrativen Nebenjob und einer günstigen Gemeindewohnung gleich ums Eck vom Arbeitsplatz. Und natürlich prompt, ohne Wartezeit. Mir hat die Partei nie etwas gegeben. Und der einflussreiche Genosse, der mir einen besseren Job verschaffen hätte sollen, hat mir stattdessen einen Heiratsantrag gemacht. Mich hat die Partei längst links liegen lassen, auf dem eiligen Marsch nach rechts. Natürlich habe ich auch nichts für mich verlangt. Ich wollte ja nur dem Fortschritt dienen. Aber was sollte auch eine Partei, in der HJ-Führer und Napola-Zöglinge den Ton angeben, mit meinem altmodischen marxistischen Tugenden anfangen? Jetzt werde ich diese Partei halt nicht mehr wählen. Nie, nie mehr. Aber ehrlich, eine ausreichende Genugtuung ist mir das nicht.